Hello, my friends, and welcome back. Weiter geht's mit Max, the Curse of Brotherhood. Und, Oh, Max, well done, well done. Yeah, well, I'm just glad to be out. I was not wrong about you. Und höflich wie wir sind, lassen wir die beiden ihr Gespräch natürlich erstmal zu Ende führen. Ich muss kurz zur Info mal dazwischen diesen Part zum zweiten Mal aufnehmen, da sich beim letzten Mal pünktlich mit Melden des Timers auch das komplette Spiel verabschiedet hat. Sprich, sich unter seltsamen akustischen Geräuschen komplett abgeschossen hat. Und sowas verwende ich nur extrem ungern, möglichst gar nicht. Trap them under a branch, Max. Deshalb werde ich selbstverständlich nur bis zu der Stelle spielen, wo es denn abgekackt ist. Und dort entsprechend den Cut machen. Die späteren Folgen haben dann funktioniert. Okay. Ist das jetzt eine Liane? Ja. So, diese kleinen Käferchen übrigens dürfen wir nicht berühren. Denn sonst erleiden wir einen, wie ihr seht, blitzartigen Tod. Jetzt habe ich mich hier natürlich auch ein bisschen verviert, gerade eben so ein bisschen. Ja, nochmal. Jetzt komme ich da besser lang. Mal gucken, wie ich es jetzt am besten mache. Oh. Das war jetzt doof. Dann halt nochmal. Also, as you can see, einige Rätsel sind dann doch schon mal damit verbunden, dass man sich ein kleines bisschen Gedanken macht, wie man es am besten gestaltet. Ich glaube kaum, dass ich bis darüber komme. Ah, nein. Mensch, wie habe ich denn das beim letzten Mal nochmal gemacht? So. Ja, das hat dann doch ganz gut funktioniert. So, okay. Hier müssen wir jetzt anders vorgehen. Und zwar so. Nee, ich glaube hier, wir ziehen ist hier besser als schieben. Okay.
noch richtig in Erinnerung, dass das Ding hier runterkracht. Und wenn man ordentlich Schwung. Okay. Lasset mich überlegen. Ah, zu kurz. Okay. Halt. Mist, jetzt ist der hier ein bisschen doof. Der muss auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, das ist... Ja. Der nicht mal schwimmen kann, der gute Max. Ich glaube, das... Nee, doch, das könnte klappen. Ja, gerade so. Ziehen wir mal ein Stück runter. Nee. So. Wir gucken weiter. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das bis da unten hin reicht. Doch, es reicht. Tarzan wäre stolz auf uns. So. So, die sind jetzt erstmal darunter gefangen. Können wir also nichts. Das Ding brauche ich eigentlich auch gar nicht, weil das wäre nur dazu, um da hochzukommen. Aber da brauche ich nichts mehr. Das habe ich schon. So. Und hier. Nee, ist jetzt auch gerade doof. Kommando zurück. Scheiße. Hier muss man ein bisschen tricksen an der Stelle. Was dort höchstwahrscheinlich auch so erwünscht ist. Würde ich zumindest mal so mutmaßen. Ja, verdammte Axt. War dann jetzt doch nicht ganz so richtig. Müssen wir einmal so und so, up, die so ein bisschen darüber schlenkern und das Teil möglichst weit nach da bauen. Ja, zu tief. Jetzt reicht's. Damit die nämlich da nicht durchkommen. So. Hier brauchten wir jetzt. Autsch. Erstmal eine Kopfschmerztablette. Mist ist. Hängt das da so doof, dass ich da hinten nicht schieben kann? Jetzt passt's. Mhm.
So, hier war jetzt auch wieder ein bisschen Tricksen von Mythen. Was jetzt hier gerade nicht so ganz funktioniert hat. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich gerade den Fehler gemacht habe. Nur hier unten nämlich. Genau. Jetzt kommen die da nämlich nicht durch. Oh, mehr oder weniger. Ich kann hier erstmal gefahrlos in die dunkle, gruselige Höhle gehen. Okay, das ist hier ein relativ simples Rätsel. Ich denke mal, der kurze Kameraschwenk wird für die meisten jetzt auch ausgereicht haben, zu erkennen, was hier zu tun ist. So. Kurz warten, bis der Kumpel da ins Bild kommt. Das nenne ich dann mal hammermäßig. Oh. Das wird schon nichts sein, schätze ich mal. Wow. Okay. Okay. Okay, und genau an dieser Stelle hat sich beim letzten Mal die Xbox bzw. das Spiel verabschiedet. Deswegen mache ich jetzt hier auch gekonnt den Cut und verschiebe den Rest auf die nächste Folge, um die nicht zweimal aufnehmen zu müssen. Wäre ja auch Quatsch. Ich danke auf jeden Fall fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen und Liken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ich verabscheue mich.